Ja, ich bin aktiv im Meetup Hamburg, hoffentlich zukünftig vielleicht auch im Meetup Bremen, also Postleitzahl 2728, Finger hoch, wenn da noch jemand mitmachen will, so das am Rande erwähnt. An den Folien seht ihr schon, dass ich eigentlich kein Designer bin. So, Zutaten für eine Website. Vorhin war ich im Talk von Daniela. Sie hat erzählt über Design, über Inhalt und Technik. So was Ähnliches haben wir hier auch im Spiel. Es geht um die magischen S. Wenn man das reduziert, sind es eigentlich nur drei S. Welche? Ich weiß, es ist schwer um diese Zeit. Wir brauchen Sinn, wir brauchen Sexappeal, wir brauchen Sicherheit, wir brauchen Speed. Eigentlich brauchen wir eine Struktur, HTML. Wir brauchen Styles fürs Aussehen und wir brauchen Skripte, damit das Ganze anfängt zu leben. Heute geht es um die Styles. Die Struktur wird vorgegeben vom HTML, durch PHP erzeugt im WordPress. Die Skripte, das, was das Ganze zum Leben erwacht, kommen aus dem JavaScript oder aus dem jQuery. Und die Styles, die eigentlich den optischen Zuckerguss darstellen, kommen aus der Theme Style CSS, aus Theme Options oder auch dazwischen geschoben von Plugins. Und hier sind die Abkürzungen, die im Spiel sind: Cascading Style Sheets, Syntactically Awesome Style Sheets, SAS oder SASSY Cascading Style Sheets. Und die letzteren geht es. Es gibt zwei verschiedene Schreibweisen, die im Spiel sind. Und vielleicht erstmal kurz erklärt, was es überhaupt ist. Das Entscheidende ist ja, dass CSS keine Programmiersprache ist, sondern es ist eine Sprache, die die Optik bestimmt. Das heißt, eine Syntax schon, aber keine Variablen, keine Verzweigung und so weiter, keine Funktionen, die jetzt hier in dieser Sprache deklariert sind. Damit es überhaupt etwas tut, kann man hier Variablen einsetzen. Die fangen an mit einem Dollarzeichen und tauchen dann hier an der Stelle im Text auf. Es gibt einmal diese Schreibweise mit den geschweiften Klammern. Wer kennt CSS, die aus der Design-Ecke kommen, kennt es ja. Die andere Schreibweise, die Sachschreibweise, beschreibe ich jetzt nicht weiter. Da geht es um Einrückungen, kommt ohne geschweifte Klammern aus. Gebräuchlich ist eigentlich diese. So, weshalb SCSS? Wir haben die Möglichkeit, Dinge im CSS über Variablen zu steuern. Das heißt, wenn jetzt der Kunde auf die Idee kommt, hier ein bisschen mehr Abstand, Daniela hat das ja vorhin auch beschrieben, hier vielleicht die Schriftgröße ein bisschen größer, dann können wir das einfach über diese Variablen einstellen, ohne jetzt irgendwie zu bösen Dingen wie suchen, ersetzen, entsetzen, greifen zu müssen. Oft hat man das ja so, wenn man im CSS irgendwas mit 16px geschrieben hat und man möchte jetzt nicht 16, sondern 24px suchen, ersetzen. Ups, passt nicht mehr. Na, wenn man dafür jetzt Variablen benutzt, ist es doch wesentlich eleganter. Ja, wir können, wie wir nachher sehen, auch über Leiten. Ja, da hast du aber dann die Aufsicht, die Variablennamen so zu vergeben, dass du ein bisschen Plan drüber hast. Es gibt funktionale Erweiterungen, die über SAS und SCSS möglich sind. Das heißt, Funktionen werde ich nachher vorstellen, wie Lighten oder Darken, um jetzt einen Farbwert dunkler oder heller zu stellen. Es gibt Variablen, es gibt Nesting, Verschachtelungen. Es gibt die Möglichkeit, CSS-Code oder SCSS-Code auf mehrere Dateien zu verteilen, sodass man eben eine Datei hat für die Navigation, eine Datei für Listen und so weiter, dass man es inhaltlich ein bisschen aufteilen kann. Und damit schafft man sich halt Übersicht und Struktur,
Dann gibt es die Mix-Ins und ich muss ein bisschen schneller schalten, glaube ich. Das Ganze ist eigentlich im Vortrag von Bernhard ganz gut erklärt und das ist auch für mich der Ansatz. Bernhard hat das ausführlich erklärt, kann ich ja jetzt in diesen paar Minuten gar nicht. Und wer interessiert ist, schaut sich es dort an. Aber um überhaupt jetzt Lightning, um überhaupt die Erhellung und den Blitz aufleuchten zu lassen, ja, brauche ich, mache ich. Deshalb bin ich jetzt hier mit meinem kurzen Talk. So, das ist ein Beispiel von vorhin. Headline H1 bis H4. Jedes immer um den Faktor 1,3 größer, ausgehend von 16 Pixel. Einfach reingeschrieben und hier ist der Faktor, der jetzt jeweils den vorherigen Schriftgrad multipliziert. Man kann auch plus 8 px, dass man die Abstufung bekommt. Das heißt, wenn der Kunde es insgesamt einen Tick größer haben will, setzt man eine Variable und das baut sich neu auf. Diesen Code kann ich so in meine Style-CSS einsetzen? Das ist eine SCSS-Datei, die übersetzt wird. Das ist bei den Nachteilen eben aufgetaucht. Also ich brauche eine Extra-Datei. Ja, beschreibe ich gleich. Das hier wäre ein Beispiel, um jetzt mit Farben zu hantieren, eigentlich nach dem gleichen Strickmuster. So, Farbwerte, das kennt man in ähnlicher Form von Photoshop. Das heißt, es gibt eigentlich verschiedene Schreibweisen für Farbwerte. Es gibt diesen Hexcode, der aus RGB besteht. Es gibt die Schreibweise mit Farbwert, Sättigung und Leuchtkraft. Die fassen wir gleich nochmal an. Achso, das wollte ich nochmal eben kurz zeigen. So geht's auch. Daniela hatte das Ding auch. Das wäre jetzt über ein Webformular eigentlich genau diese Farbwerte zurechtschieben. Ich glaube, um das abzukürzen, überspringe ich das mal. So. Das Ganze sieht so aus, dass ich über diese Variablen sage, ich habe, ja, muss ich doch erklären, dieses HSL-Format kann man im Browser auch im Firebug ganz gut anschauen. Und das besteht eben, wie in diesem Farbrad eben auch schon erwähnt, aus einem Farbwert. Ich fange mit 210 an und gehe jeweils um 60 in diesem Farbrad nach unten. Das heißt, die erste Farbe ist 210, die zweite ist 150 und so weiter. So, Firebug. Nehme jetzt mal das LI-Element aktiv und sehe, seht ihr es? Hier ist der Farbwert 210, 70% Sättigung und 60% Helligkeit. Und das Ganze kann man eben hier in der rechten Seite darstellen, indem man hier die verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten. Also so sehe das konventionell als bekannter Hexwert aus. Das ist jetzt die ins Spiel gebrachte HSL-Schreibweise. So, und jetzt ist natürlich für euch die Frage, wie macht man das, dass aus SCSS CSS wird? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit ist mit einem Plugin. Na, jetzt muss es hier mit den Folien vorangehen. Also dadurch, dass es übersetzt werden muss, braucht man diese sogenannten Präprozessoren. Und da geht es um WordPress-Plugin WP-SCSS. Na, das wird auch hier.
Wenn es installiert ist, sieht es so aus. Das heißt, hier trage ich ein, wo meine Dateien liegen. Hier kann ich ankreuzen, dass die Styles geladen werden. Und hier kann ich sagen, wie jetzt der Code ausgegeben wird. Gleich durch. Das Ganze sieht dann so aus. Dadurch, dass das Plugin läuft, kann ich sagen, 75 ist jetzt der Abstand und ich lade es hoch auf den Server. Das Plugin rechnet aus dem SCSS CSS aus und hier sind die geänderten Werte. Na, ich kann also relativ einfach über die Variablen steuern, Moment, der Quellcode nochmal dazu, über die Variablen steuern, welche Farbe vom Farbwert mit welcher Sättigung für die aktive oder für das Div oder für das LI mit Maus drüber oder nicht Maus drüber benutzt wird. Und zwar der Punkt ist hier, dass über Leiten das heller gestellt wird und der andere Weg wäre Darken, um es dunkler zu stellen. Ja, so schnell gehen 10 Minuten rum. Am Ende meiner Slides, lade ich nochmal hoch, sind auch die Links einmal kurz gezeigt. Dieser, der jetzt mit der Syntax von SAS, CSS, vertraut macht. Da sind auch die Tools genannt, die man braucht. Variablen, Dokumentation, Moment. Nee. Also man kann es so installieren, dass es automatisch auf dem Server ersetzt wird, wenn man einen eigenen Server hat. Wenn man jetzt WordPress und einfach nur das SCSS automatisiert übersetzen möchte, dann ist WP SCSS als Plugin die Empfehlung. Link packe ich auch in die Folie dazu. Jo. Next one.